Euthanasie beim Pferd, kurz erklärt. Mein Name ist Dr. Matthias Rettig und ich bin Leiter der Tierklinik Maischere Land. Heute wollen wir uns einem doch eher traurigen, aber genauso wichtigen Thema widmen, der Euthanasie. Denn ganz häufig macht man sich als Besitzer, als Pferdebesitzer, als Tierbesitzer keine Gedanken darüber, was am Ende des Lebens des Tieres steht. Und die meisten Tiere überleben uns nicht. Wenn wir über das Thema Euthanasie sprechen, dann muss man sich die Frage stellen, was passiert da oder wann ist es soweit? Was sagt der Gesetzgeber? Grundsätzlich muss man sagen, der Gesetzgeber sagt ganz klar, ein Pferd darf nur euthanasiert werden, wenn es einen Grund dafür gibt. Das heißt, dass das Pferd sich quält, dass das Pferd leidet. Ich darf zum Beispiel nicht sagen, ach, ich habe es mir jetzt anders überlegt und würde lieber Tennis oder Golf spielen und das Pferd wird jetzt eingeschläfert. Das ist strafbar. Ich darf aber auf der anderen Seite auch nicht ein Tier leiden lassen. Also ich kann nicht sagen, ich möchte nicht, dass mein Pferd euthanasiert wird. Ich möchte mein Pferd nicht gehen lassen und es soll weiter leiden. Ich sage meinen Kunden, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, ganz oft, für mich ist es sehr wichtig, dass wir als Tierbesitzer am Ende nicht egoistisch werden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wir erlösen das Tier, damit das Tier nicht mehr leiden muss, auch wenn wir dann leiden müssen, weil wir es haben gehen lassen. Aber ich möchte heute darüber sprechen, was machen wir eigentlich, wenn wir ein Tier gehen lassen? Wenn die Entscheidung getroffen ist, weil das Pferd unheilbar krank ist, weil das Pferd extreme Schmerzen hat, weil das Pferd sich nicht mehr schmerzfrei bewegen kann, nicht mehr fressen kann. Das sind alles Gründe, warum man sich dazu entscheidet mit dem Tierarzt, dass man ein Pferd gehen lässt. Wenn dieser Tag gekommen ist, er kann geplant sein, er kann aber auch leider ungeplant sein, was ganz häufig ein Riesenschock für einen Menschen ist. Das Pferd steht auf der Wiese, wird von seinem Wiesenkollegen getreten, das Bein ist zertrümmert und das Pferd, das ich heute Morgen noch jung, munter, gesund auf die Wiese gebracht habe, muss heute Abend eingeschläfert werden. Wenn das passiert, machen wir es in der Klinik in der Regel so, die Pferde werden zunächst sediert. Das heißt, viele kennen das vom Zahnarzt, das Pferd wird müde gemacht. Die Pferde stehen dann ruhig, müde auf der Wiese. Und im nächsten Schritt, wenn das Pferd sehr müde ist, wird das Pferd in Vollnarkose gelegt. Das heißt, das Pferd bekommt ein Medikament gespritzt und das Pferd legt sich hin, auf der Wiese oder ganz gleich, wo ich die Euthanasie vornehme. Wenn das Pferd dann liegt und schläft, ist das Pferd immer noch bei uns, es bekommt nur nichts mehr mit. Es wäre, als ob man eine Operation durchführen würde. Und dann kann man im Beisein der Besitzer das Pferd gehen lassen. Das heißt, es wird das finale Medikament gespritzt, um das Pferd gehen zu lassen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Pferdebesitzer sich auch über diesen Tag Gedanken machen, dass dieser Tag irgendwann kommen wird. Natürlich ist es das Schönste, man sagt, das Pferd fällt plötzlich um, wenn es alt ist und ist tot und muss nicht leiden. Aber das ist nur sehr selten der Fall. In den meisten Fällen müssen wir irgendwann diese Entscheidung für unsere Pferde treffen. Und dann ist es gut, wenn man sich vorher damit auseinandergesetzt hat. Die nächste Überlegung, die wir uns dann stellen müssen und die man sich auch im Vorhinein stellen muss, was passiert mit dem euthanasierten, mit dem verstorbenen Pferd? Es gibt die normale Abholung, das heißt, es ist eine Sammelabholung von toten Tieren. Aber es gibt heutzutage auch die Möglichkeit, und da ist es für die Leute, die das interessiert, wichtig, sich auch vorher darüber Gedanken zu machen, eine Einzelkremierung, das heißt, die Pferde werden dann von einem einzelnen Unternehmen abgeholt, die Pferde werden verbrannt und man kann dann Asche seines eigenen Pferdes in einer Urne, in einer Schale, wie auch immer, zurückbekommen. Die Entscheidung, hier gibt es kein richtig oder falsch, das muss jeder mit sich selber, mit der Familie ausmachen, was man möchte.
Aber es ist wichtig, dass bevor der Tag kommt, dass man sich darüber einmal Gedanken gemacht hat. Ich weiß, es ist ein sehr trauriges Thema und man redet nicht gerne drüber. Aber wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, um keins unserer Videos mehr zu verpassen.